Ich möchte Sie nochmal herzlich willkommen heißen. Ich habe kurz schon vorgestellt die Namen. Ich möchte noch ein bisschen was zur Funktion sagen. Rechts von mir, Nina Hafenkamp, Leiterin der Links des Bildungsinitiative. Ich gebe Ihnen gleich einen kleinen Überblick über unsere Aktivitäten im Bereich Bildung. Der Dezernent der Stadt Leverkusen, Marc Adomat, zu Ihrer Rechten, der Leiter des Bildungsbüros der Stadt Leverkusen, Michael Wilde, auf der ganz rechten Seite von mir. Caroline Mann, Kollegin aus der Kommunikation. Bildung, ein Thema, was uns zunehmend beschäftigt, alle beschäftigt, so auch längst jetzt. Wir sind in dem Bereich schon sehr lange tätig und Frau Hasenkamp gibt Ihnen einen kleinen Überblick. Wir gehen anschließend runter ins Labor und da werden Sie dann auch mal die Möglichkeit haben, die Schüler, die Hauptakteure des heutigen Tags, bei ihrer Arbeit zu beobachten und durchaus auch mal mit der einen oder anderen Frage zu löchern, Fotos zu machen, sodass wir dann gegen 12 Uhr fertig sein sollen. Gut, damit übergebe ich an dich, Nina. Ja, sehr gerne. Genau, kannst du direkt gehen. Ja, nur kurz, um es einzuordnen, unsere Verantwortung ist natürlich auch für uns wichtig. Wir haben da eine umfassende Strategie und um es einfach einzuordnen, das Thema Bildung findet sich hier unter dem Punkt sichere und nachhaltige Standorte. Standorte deshalb, weil wir unsere Bildungsinitiative auf die Standorte konzentrieren, die wir in Deutschland haben. Wir würden natürlich gerne deutschlandweit und in jeder Stadt aktiv sein, aber irgendwo ist natürlich auch, sind die Mittel dann an irgendeiner Stelle doch begrenzt. Und so haben wir uns vor inzwischen 11 Jahren entschieden, dass wir unsere Standorte in Deutschland unterstützen wollen. Genau. Das Thema Bildung ist eigentlich unsere wichtigste Ressource, die wir haben, die aber auch sicherlich, das gilt auch für Deutschland insgesamt. Wir haben nicht so wahnsinnig viele Rohstoffe, aber wir haben Know-how und an der Stelle, um diesen Vorsprung, den wir ja auch derzeit sicherlich in ganz vielen Bereichen auch noch haben, zu halten, möchten wir gerne den Bereich Bildung unterstützen. Es ist für uns wichtig, dass wir auch in 10 Jahren, in 20 Jahren, wann auch immer, noch qualifizierten Nachwuchs haben im Bereich Naturwissenschaften, also nicht unbedingt nur Chemie, das ist natürlich unser Kern, aber wir brauchen genauso Ingenieure, Menschen, die im Labor arbeiten. Von daher ist das Thema Naturwissenschaften und Technik insgesamt für uns von großer Bedeutung. Wir bekennen uns, wie ich gerade gesagt habe, zu unseren Standorten, indem wir uns da vor allem aktiv zeigen. Und was wir versuchen, ist, dass alles das, was wir im Bereich Schule machen, immer irgendwie mit unserem Kerngeschäft zu tun hat. Also, ne, wir haben ja zum Beispiel Chemikalien für den Bereich Wasser, zur Wasserreinigung. Wir haben Spezialchemikalien, beispielsweise zur Lederherstellung oder Materialschutz. Und natürlich den großen Bereich Kunststoffe. Und wir versuchen alles das, was wir tun, wenn es möglich ist, irgendwie damit zu verknüpfen, damit wir uns einfach auch da vorstellen können und diesen Teil dann zeigen. Und weil wir natürlich auch sagen, an der Stelle haben wir das Know-how. Also von daher versuchen wir den Schülern möglichst Informationen, jetzt nicht nur rein fachlicher Art, sondern auch so ein bisschen was so gesellschaftliche Trends anbelangt, also das ganze Thema der Leichtbaukunststoffe, Mobilität, Urbanisierung, also all diese Themen, die ja den Schülern auch begegnen, versuchen wir dann wiederum zu verknüpfen. Genau, wir wollen frühzeitig möglichst schon die Faszination wecken für Naturwissenschaften und Technik, das heißt, wir beginnen in der Grundschule und auch gleichzeitig zeigen, dass wir ein interessanter Arbeitgeber sind, wenn es dann irgendwann mal ansteht, eine Ausbildung zu machen oder ein Studium aufzunehmen und es dann abgeschlossen zu haben. Wir haben vor 11 Jahren begonnen, da haben wir uns dann überlegt, in welchem Bereich wollen wir tätig sein und sind eigentlich sehr schnell darauf gekommen, dass das Thema Bildung der wichtige Bereich ist. Wir sind damals, das ist jetzt natürlich auch schon einige Zeit her, im Rahmen dieses Wettbewerbes Deutschland Land der Ideen ausgezeichnet worden, haben uns sehr darüber gefreut, dass eben auch da bei dieser Initiative unser Engagement gewürdigt wird. Seit 2008 haben wir, das bezieht sich jetzt auf Deutschland, diese Zahl, rund 5 Millionen Euro investiert. Das war zum einen klassische finanzielle Unterstützung für Schulen, für die Ausstattung von
von Unterrichtsräumen. Wir haben aber auch Workshops gemacht im Unternehmen, Projektwochen in den Schulen. Wir haben bestimmte Projekte unterstützt und wir haben einen Experimentierkoffer und Unterrichtsmaterialien für Grundschulen entwickelt. Genau dafür und das Thema, für das wir ja heute hier sind, das sind die Labortage für die weiterführenden Schulen. Wir haben einfach aus vielen Gesprächen immer gehört, wie wichtig den Schulen das Experimentieren ist, dass nicht immer die Zeit ist im regulären Unterricht, vielleicht auch nicht immer die Ausstattung an jeder Schule vorhanden. Und dann war die Idee, wir bieten das für unsere Standortschulen an. Jedes Jahr bieten wir circa 15 Termine, manchmal sind es dann auch noch ein paar mehr an. Und die bieten wir an den Schulen in Leverkusen, in Dormagen und in Krefeld. Wir haben uns da bewusst auf unsere Produktionsstandorte konzentriert. Und ja, wir hatten jetzt in Leverkusen, haben wir in diesem Jahr 8 Termine gehabt für 4 Schulen. Manchmal ist das so, dass Schulen zweimal kommen mit unterschiedlichen Klassen. Das ist aber auch nicht festgelegt. Es gibt ein Bewerbungsverfahren. Wir veröffentlichen die Termine, informieren alle Schulen per E-Mail, dass jetzt die Termine freigeschaltet sind und auf unserer Website. Ja, und wer dann schnell ist, hat das Glück und kann dann den Termin bekommen. Genau, und die Labortage kann man vielleicht nochmal in den nächsten, dass man, also, das ist jetzt ein Beispiel, das ist jetzt nicht das, was heute genau diese Klasse macht, aber das ist so exemplarisch das, was wir anbieten. Wir haben die Schüler immer abgeholt an den Schulen, haben die hingebracht mit dem Bus. Dann gibt es immer eine Einführung von der Corenta. Einmal grundsätzlich so ein bisschen in die Theorie, passend zu den Versuchen, die stattfinden. Sicherheitsunterweisung ist natürlich auch ganz wichtig bei Arbeit im Labor. Ja, dann geht es wirklich in das Labor, in die Arbeitsphase dort. Und ein ganz wichtiger Punkt ist auch, dass wir den Schülerinnen und Schülern die Ausbildungsmöglichkeiten im Camp Park vorstellen, weil ganz vielen ist gar nicht bewusst, wie viele Berufsbilder eigentlich hier sind, wo man hier eine Ausbildung machen kann. Und das kommt auch mal sehr gut an. Also die Lehrer sind sehr froh, wenn das einfach hier auch mal kommuniziert wird und die Schüler Fragen stellen können, wie ist das denn, duales Studium und Ausbildung und Praktikum zum Beispiel, kann ich hier mal ein Praktikum machen? Also all diese Fragen können ja auch geklärt werden. Ja, dann gibt es immer eine Rundfahrt durch den Camp Park, wenn irgend möglich auch eine Besichtigung eines Betriebes, einfach um auch nochmal sozusagen in echt zu erleben. Das hängt natürlich mal so ein bisschen auch von betrieblichen Belangen ab, ob man das realisieren kann, aber wir versuchen. So, dann gibt es das jetzt nochmal ein paar Projekte, die wir aktuell machen. Es gibt noch die Projektförderung, die wir machen für Schulen. Einmal im Jahr gibt es eine Bewerbungsrunde. Auch da werden die Schulen angeschrieben mit der Bitte, sich mit Projekten zu bewerben. Das kann eine Klassenfahrt sein, das kann eine Projektwoche sein, das kann aber auch technische Ausstattung sein. Also ganz beliebt waren in diesem Jahr die 3D-Drucker zum Beispiel, die Schulen natürlich oft nicht aus ihrem regulären Budget dann kaufen können und froh sind, wenn sie dann Unterstützung bekommen. Wichtig ist uns immer, Kern dieses Projektes sollten irgendwie die Naturwissenschaften sein. Da sind wir relativ offen und das kommt sehr gut an. Wir machen das jetzt seit 2017 und haben in diesem Jahr 142.000 Euro ausgeschüttet an die Schulen. Das waren 27 Projekte an 25 Schulen. Ich hatte vorhin mal nachgeguckt, seitdem wir das machen, seit 2017 haben wir 500.000 Euro ausgeschüttet für die Schulen. Also ganz unterschiedlichster Art. Haben Sie das auch für Leverkusen? Ist auch Leverkusen. Nee, dass das auch Leverkusen ist mir schon klar. Also wie viel von den 500.000 sind nach Leverkusen gegangen? Leverkusen hat immer so ein eingeschränktes Wert, das tut mir leid. Das kann ich gleich einmal schnell zusammenrechnen. Ich habe die Liste da. Ja, dann. Genau, also in diesem Jahr waren es in Anführungszeichen nur 3.750. Ja. Aber das ist, wie gesagt, ne, es werden alle Schulen angeschrieben, damit wirklich jeder auch die Chance hat, sich zu bewerben und jetzt nicht aktiv selber auf der Website nachgucken muss. Naja, und dann liegt es halt immer an den Schulen dann selbst. Weiß man, welche Projekte das für Leverkusen waren? Kann ich, also jetzt inhaltlich, ja, kann ich ja. Auch, kann ich gleich. Das wäre super, auch welche Schulen und das wäre ja, gucke ich gleich direkt. Dankeschön. Ja.
So, dann beteiligen wir uns noch an der Initiative TUVAS, Technik und Naturwissenschaften an Schulen von der IHK Köln. Das bedeutet, dass wir, also die Schulen können über die IHK Experimentierkästen beziehen für ein Jahr, inklusive Lehrerfortbildung. Und wir sind sozusagen Paten, übernehmen die Patenschaften für Schulen. Die 2000 Euro Ausleihgebühr wird dann von uns bezahlt und alles andere läuft dann sozusagen über die IHK. Und haben auch eine Schule in Leverkusen dabei und dann weitere in Köln. Das ist aber jetzt unabhängig, das eine ist eine Grundschule in Neukirchen und in Köln ist eine Hauptschule. Das heißt, ja, genau. Das Ding geht von der ersten Klasse bis zur 13. Ja, oder? Das ist eigentlich Grundschule, aber es ist so, dass dieses Konzept kommt aus Berlin und in Berlin geht die Grundschule ja bis einschließlich 6. Klasse. Deswegen haben die inhaltlich ihre Koffer sozusagen bis zur 6. Klasse ausgerichtet und das führt dazu, dass hier auch weiterführende Schulen dran teilnehmen können. So, dann noch etwas, was wir auch gemacht haben, ist schon ein paar Jahre her, läuft aber immer noch gut. Der Experimentierkoffer für Grundschulen, den wir in Deutschland und im Ausland verteilt haben. Da ging es eben auch hier wieder Wasser, das ist unser Thema, Wasserexperimente für den Sachunterricht. Die Schulen haben alle diesen schönen roten Koffer bekommen mit allem drum und dran und konnten damit auch ein Lehrerhandbuch dabei mit Papiervorlagen, sodass man das eigentlich ganz unkompliziert auch fachfremde Lehrer das im Sachunterricht einsetzen können. Und der wird auch immer noch mal nachgefragt. Also das ist irgendwie so ein Running Gag und das... Nachgefragt, wie im Sinne haben. Ja, dass irgendeiner hört was davon und liest das noch mal auf der Homepage und sagt, kann ich so einen vielleicht auch noch haben. Wir hatten jetzt auch Anfang des Jahres noch mal eine Aktion in Köln dazu mit dem Dumont Verlag. Das war einfach so, such den roten Koffer. Ne? Und da sollte jede Schule nochmal gucken, ob es den roten Koffer denn hat und irgendetwas damit machen. So war das dann auch nochmal in der Zeitung und auch da kamen wieder viele Anfragen. Eigentlich hat jeder einen Koffer bekommen und da konnten wir dann auch immer nochmal gut darauf hinweisen, den zu suchen. So, ihr habt den eigentlich schon. Ja, aber das ist etwas, was immer mal wieder auf uns zukommt. Genau. So, dann ist das, glaube ich, das letzte Thema, was wir jetzt hier heute vorstellen. Das sind Unterrichtsmaterialien für die Grundschule. Der Lenny geht, um das zu erklären, warum wir jetzt hier so einen Bullen haben, darauf zurück. Wir hatten, als wir an die Börse gegangen sind, den Bullen, der für die steigenden Kurse steht, als Maskottchen entwickelt damals. Der hieß Lance. Und das ist sein Sohn, der Lenny. Also wir wollten einfach eine schöne, lustige Figur haben. Das ist im Grunde genommen für die kommt so nicht weiter drin vor, aber nur für Sie als Erklärung, warum der ausgerechnet Lenny heißt. Ja, und im ersten Schritt haben wir den um die Welt geschickt. Die Idee dahinter, den Kindern das Thema Globalisierung, alles hängt irgendwie zusammen, Fragen von Mobilität, welche Verkehrsmittel kann ich nutzen, für welche Strecken. Also da sind so ganz bunt Sachen und auch Festivitäten auf aller Welt, wer feiert wie vielleicht ein Fest. Also da sind so ganz viele Dinge drin, die Kinder... die eingesetzt werden können in der Schule, um ja, einfach sich so ein bisschen die Welt zu begreifen. Also, was mir besonders gut gefiel, ein Beispiel, die Kinder sollen in den Supermarkt gehen und mal gucken, wo denn überall das Obst und Gemüse herkommt. Und dann sieht man, aha, komisch, meine Äpfel kommen aus Südafrika und die Bananen kommen aus Costa Rica. So einfach die Welt so ein bisschen zu begreifen. Jetzt haben wir das Thema Arbeitswelt. Arbeitswelt verändert sich. Der Lenny sagt dem Roboter guten Tag und wir versuchen einfach so vom Handwerk, über die Manufaktur, Fabrik und dann zu der digitalisierten Welt. Das gleiche dann ganz rechts, das ist noch in der Entwicklung, das wird dann auch das Thema behandeln für die weiterführenden Schulen. Das ist auch noch in der Entwicklung. Die kriegen aber keinen Lenny, die müssen schon ohne Lenny auskommen. Genau, ja, die sind schon zu groß. Ja, das ist einfach nur nochmal der Ausblick. Im Prinzip machen wir so weiter wie bisher. Die Initiativen, die wir angestoßen haben, gehen so weiter. Wir haben einen Workshop geplant und eine Veranstaltung mit Lehrerfortbildung von Plastics Europe, also auch Thema Kunststoffe. Ja, im Prinzip geht es so weiter wie bisher und wir freuen uns sehr darüber. Wir finden das ganz toll, mit den Schulen zusammenzuarbeiten. Wichtig ist uns einfach die langfristige Zusammenarbeit. Wir wollen nicht einfach einmal zu einer Schule gehen und sagen, ihr habt da Geld und dann sind wir weg,
sondern wir sind immer im Austausch mit den Lehrern. Wir besuchen auch die Schulen und gucken uns an, was mit dem Geld beispielsweise für die Projektförderung gemacht wurde. Wir gehen in den Unterricht, sprechen mit den Schülern. Und das ist eigentlich das Schöne, dass man über die Jahre den Kontakt hat zu den Schulen und da langfristig zusammenarbeitet. Und das ist unser Ziel. Bewerben sich dann immer dieselben Schulen auf die Labortage zum Beispiel? Oder was weiß ich, diese Meitner-Schule war da und hat gesagt, das ist so super, zack, bewerben wir uns das nächste Jahr und die anderen kommen dann nicht dazu, weil es dann eben nur 8 Tage ist. Es sind immer auch mal wieder die gleichen Schulen, die sich bewerben, das stimmt, aber wir haben auch eine Fluktuation. Und, aber da achten Sie auch doch nicht, dass da achten wir ein bisschen, kommt und nicht. Ein bisschen achten wir darauf, also wenn wir zum Beispiel sehen, dass dann doch einer sich bewirbt, der jetzt noch nicht da war, dann richten wir auch zusätzliche Termine ein. Also wir machen Anfang des Jahres 15 Termine, jetzt haben wir in diesem Jahr letztendlich 19 gemacht. Weil dann hat doch noch einer nachgefragt, auch später im Jahr, ich habe das nicht gesehen und können wir nicht noch und dann versuchen wir das noch zu realisieren. Wir wollten mal zur Fragerunde kommen. Geben Sie mir nochmal die Möglichkeit, Herrn Adomat in dem Zusammenhang anzusprechen und ihn zu fragen. Sie sehen das seitens der Stadt, nehmen das wahr. Wir als Längstes haben da ein gewisses Engagement im Standortumfeld, insbesondere in Leverkusen. Was sagen Sie als Schuldezernent dazu? Ja, erstmal ist es für uns als Stadt natürlich wichtig, dass Längstes sich auch zu unserem Standort bekennt. Und wir umgekehrt natürlich auch sagen, wir sind eine Chemiestadt. Von daher ist es auch extrem wichtig, dass eine Firma wie Längstes sich bei uns engagiert und im Bildungs- und Ausbildungsbereich stellen wir auch fest, auch durch solche Aktionen wie Labortage, dass das von den Schülerinnen und Schülern auch sehr gerne angenommen wird, dass Lehrer auch wissen, eine gute Ausbildung, gute Bildung ist an der Stelle wichtig, um dann auch hier in Leverkusen in unseren Firmen vor Ort Fuß zu fassen. Und wenn man sich mit den Schülern, die auch in Ausbildung dafür gegangen sind, bei ihnen unterhält, dann sagen die auch, hier bekommt man eine fantastische Ausbildung. Also das ist, glaube ich, eine ganz gute Grundlage. Gleiches gilt natürlich dann auch für die Schulen, die mit ihnen zusammenarbeiten. Und ich habe das ganze Projekt, ich bin jetzt 13 Jahre in Leverkusen, das Ganze mit ihnen auch nur begleitet. Ja, genau. Auch den Lenny kennengelernt, wenn er in den Grundschulen unterwegs ist. Und welche Begeisterung auch bei den Schülerinnen und Schülern da ausgelöst wird, wenn sie experimentieren können, wenn sie diese Kästen haben, wenn sie entsprechend angeleitet werden. Da ist schon, also über diese spielerische Schiene, kriegt man auch eine Begeisterung für die Naturwissenschaften. Das hätte ich mir teilweise damals in meiner Schule auch gewünscht, wenn der Lehrer Frontalunterricht gemacht hat, die Experimente vorgeführt hat, man dürfte nur zugucken. Es ist ja jetzt so, dass ich selber aktiv werde. Und das ist eine tolle Geschichte, die Langsess damit auch ins Leben gerufen hat, wo ich auch sage, es ist toll, dass es das gibt, dass man heute auch hier vor Ort sein kann, dass man sich ausprobieren kann. Und das hoffe ich, dass es auch noch die nächsten Jahre weitergeht hier in unserer Stadt, natürlich auch in den Nachbarstädten, aber ganz besonders hier in Leverkusen. Ich glaube, wir sind auch ein Symbol für das Thema Chemiestadt. Und es freut mich ungemein, dass das Engagement hier ungebrochen ist. Wir haben ja sowas wie, ich sage es einmal, eine Bildungspartnerschaft zwischen Langsess und Stadt. Und wir werden an verschiedenen Stellen unseren Schulen unterstützt, da wo die Stadt dann nicht unbedingt so gut kann. Da sind dann Unternehmen, insbesondere auch Langsess unterwegs, die dann unterstützen. Und ich weiß auch von Schulen, die direkt auf sie zugehen und sagen, könnt ihr uns an der Stelle vielleicht mit dem oder jenem unterstützen? Da trifft man in der Regel auch immer auf ein offenes Ohr bei Ihnen und auch bei Ihren Kolleginnen und Kollegen. Also dafür auch nochmal von meiner Seite herzlichen Dank, von Seiten der Stadt Leverkusen, auch für unsere Schulen. Herr Wilde, Sie als Leiter des Bildungsbüros haben da sicherlich auch Kontakt mit den Schulen, ganz klar. Was kommt da bei Ihnen an und wie nehmen Sie die Aktivitäten von Längstes hier am Standort? Also das kommt insgesamt, kommt das bei den Schulen sehr gut an, dass es hier dieses Angebot gibt und auch der Grundsatz, der hier betrieben wird, junge Leute frühzeitig für Chemie und für Naturwissenschaften zu begeistern. Ich denke, das ist der richtige Ansatz. Und ich glaube, wir sind hier in Leverkusen durch das Engagement von Längstes und eben auch durch ergänzende Geschichten im Bereich MINT-Bildung besonders gut aufgestellt. Wir haben uns als Bildungsbüro, wir sind ja Träger des ZDI-Netzwerkes und betreiben im Probierwerk ein Schülerlabor. Und wir haben uns ja in Kenntnis auch der Angebote, die hier gemacht werden, von Längstes ganz bewusst dafür entschieden, dass wir den Bereich im Prinzip nicht bespielen, dafür aber den Bereich Technik und Informatik. So, um im Prinzip das MINT-Angebot in Leverkusen abzurunden. Und ich glaube, was die Schülerinnen und Schüler und auch die Lehrer hier in Leverkusen vorfinden, das sucht seinesgleichen.
andere Kommunen haben vielleicht in einem Fachbereich da durchaus was vorzuweisen, aber dass man hier wirklich MINT flächendeckend frühzeitig erlernen kann und sich dafür begeistern, weil ich denke mir, das ist der einzig richtige Ansatz, wenn man dem Fachkräftemangel auch begegnen will, die Leute frühzeitig an MINT-Themen heranzuführen, dafür zu begeistern und im Einzelfall, also wir haben die Erfahrung durchaus schon gemacht, dass eben die Teilnahme an solchen Geschichten dann tatsächlich irgendwann in Ausbildungsverhältnis dann auch gemündet ist. Und ich glaube, das ist der Weg, wie man junge Leute begeistert. Und da muss man früh mit anfangen. Nicht erst in der 10. oder 11. Klasse, sondern durchaus früher. Und durch das Angebot, was ja auch schon in den Grundschulen gemacht wird, stimmt das insgesamt. Ich glaube, das können wir für uns, Frau Hasenloh, auch bekräftigen. Ne? Aber ja, dass das letztendlich auch einen erfolgreichen Ausbildungsvertrag bei Links ist. Auf jeden Fall. Ja, oder auch ein Praktikum oder so. Ne? Also das kommt immer wieder vor. Ja? Gut, damit haben wir Ihnen, glaube ich, einen ganz guten Überblick über die Aktivitäten gegeben, die generell Längsess dort macht und das komplette Angebot, was Längsess an der Stelle vorhält. Dann kommt uns zu den Fragen, bevor wir uns auch wirklich die Schüler mal während der Experimentierphase angucken. Gibt es Fragen? Habe ich jetzt vergessen. Nein. Gut, dann fange ich an. Eine Schule haben Sie genannt, die Grundschule in der Wuppertalstraße, Bergisch Neukirchen. Dann war einmal von 4 Schulen die Rede und einmal von 4 Schulen, die dieses Jahr hierher kommen, glaube ich, und 2 Schulen, die irgendwie Geld bekommen. Da schicken Sie uns nachher auch die Namen oder die stehen auf diesem Computer drauf. Die 4 Schulen, genau. Also die jetzt hier in diesem Jahr an den Labortagen teilgenommen haben, das war einmal die Marienschule in Opladen. Das war das Lise-Meitner-Gymnasium. Das war die Realschule am Stadtpark und die Gesamtschule Schlebusch. Und teilweise auch mehrmals. Teilweise war die, also Lise Meitner war 3-mal da, Schlebusch war 2-mal da, Realschule am Stadtpark auch 2-mal und Marienschule 1-mal. Genau. Ja. So, für 2019 dieser Report. Das war jetzt für 2019. Und welche Altersklassen umfasst das denn? Ist unterschiedlich. Also da wir ja immer auch Betriebsbesichtigungen anbieten wollen und Chemieunterricht in der Regel ja auch erst in der 7. Klasse losgeht, sagen wir immer meist so ab 14, weil sonst können die nicht ins Werk. Theoretisch kann aber auch eine 5. oder eine 6. Klasse kommen. Also nur dann müssten wir halt darauf hinweisen, dass wir keine Betriebsbesichtigung machen können, weil die schlicht einfach nicht ins Werk dürfen. Aber erfahrungsgemäß sind das Klasse 8 bis 12. Also jetzt ist ein LK da aus der 12, aber das ist eben so, wie es auch bei den Lehrern und vom Lehrplan her dann ganz gut passt. Und programmmäßig kann man sich da was aussuchen oder geht man ins Labor und bringt sein eigenes, wir behandeln gerade Thema X und dann machen wir es X? Es gibt einen Versuchskatalog, den die Kurenta vorbereitet hat und daraus, das sind aber auch glaube ich 65 Versuche oder so, also irgendwie über 60 Versuche, da kann der Lehrer wirklich auswählen und gucken, was mache ich jetzt gerade im Unterricht, was passt da. Und die sind natürlich auch alle so lehrplanmäßig ausgerichtet, dass das gut passt. Aber der Lehrer kann sich das wirklich aussuchen. Warum macht er das hier und nicht bei sich in der Schule? Weil die Sachen so teuer sind, weil es so explosiv ist oder weil er Zeug nicht entsorgt kriegt oder weil es einfach mal schön ist, sie zu besuchen? Ich glaube, es ist einfach auch die Frage des außerschulischen Lernortes. Was ja auch immer ganz wichtig ist, dass die Schüler mal woanders hingehen und dort lernen. Und ja, es ist möglicherweise auch einfach die Ausstattung besser und auch die Verbrauchsmaterialien, die man für diese Versuche braucht, würde ich jetzt mal vermuten, ist wahrscheinlich hier besser als das, was in der Schule vorgehalten werden kann, für die wirklich ganz klassischen Versuche, die im Rahmen eines Schuljahres vom Lehrplan her gefordert werden. Das ist auch mehr in der Praxis. Also ich weiß das ja selber aus der Schulzeit, wenn man mal rauskam, ob es in der Grundschule ist, wenn man mal tatsächlich mal ganz einfach beim Bäcker in der Backstube oder ob man in der Schule backt. Das hat schon einen Unterschied. Das ist einfach was Besonderes für die Kinder. Und von daher finde ich das schon ganz gut. Hier ist man ja noch näher dran. Da kann man sich vielleicht so ein bisschen daran denken, was der Vater oder die Mutter im Job vielleicht bei Langsess macht, wenn man tatsächlich hier vor Ort ist. Ich finde, das ist tatsächlich interessant. Das ist ja auch so ein, ich sag mal, ganz Rundum-Wohlfühl-Paket, was hier geboten wird, was ja eine tolle Geschichte ist. Das kann man in der Schule so nicht machen. Sie hatten eben ein Beispiel von dem Zeitablauf von dem Tag. Wenn ich das richtig zusammengerechnet habe, war eigentlich nur 2 Stunden wirklich
Chemie und das, der Rest war Werksrundfahrt, Erläuterung, was, was hier passiert und so weiter. Ist das standardmäßig oder war das jetzt Zufall, diese zwei Stunden? Das war jetzt mehr oder weniger Zufall. Aber es, ich sag mal, man hat natürlich immer eine Einführungsphase, aber so gut zweieinhalb Stunden. Viel mehr ist es dann aber auch nicht. Aber ich glaube, das ist auch dann einfach eine Konzentrationsfrage. Ich glaube jetzt wirklich so an einem Stück, irgendwie in eine 8., 9. Klasse, wenn die jetzt vier Stunden wirklich nur Versuche machen, würde ich mal vermuten, dass es dann auch zu lang wird. Das ist einfach so, man muss es ja auch vorbereiten, die Versuche ein bisschen. Die werden ja theoretisch vorbereitet. Und auch nochmal nachbereitet. Also die Schüler experimentieren, dokumentieren das auch und danach gibt es ja nochmal eine Nachbereitung der Versuche. Sie passen sozusagen hervorragend auch in den Lehrplan der jeweiligen Schule, des jeweiligen Lehrers. Das heißt, der geht vorher auf Basis des Angebots von über 60 Versuchen hin und guckt, das ist genau das, was wir im Moment behandeln und von daher passt es auch relativ rein. Mhm. Gab es denn schon mal einen Lehrer, der besondere Ansprüche hat, der gesagt hat, ja, der Versuch 53 ist super, passt genau rein, aber ich möchte gerne noch 53a haben, weil... War da mal, aber ich kann es jetzt nicht mehr sagen, was es inhaltlich war. Aber der hatte eben auch einen ganz speziellen Wunsch, dass er aber das macht, ob man das machen kann. Und das haben wir auch realisiert, also das versuchen wir auch. Aber ist das noch nicht gewesen, dass irgendwann einen ganz bekloppten Wunsch hat, wo sie gesagt hat, das nicht. Also wir haben was eher zahlenmäßig, also wir hatten schon 40 Kinder auf einmal hier. Da ist man dann logistisch so ein bisschen gefordert, aber dann werden die Gruppen schlicht geteilt. Also dann sind die Ersten im Labor und die anderen machen die Rundfahrt und die Betriebsbesichtigung und dann wird getauscht. Also wenn es irgendwie alles machbar ist, dann versuchen wir auch den Wünschen der Schulen dazu entsprechen. Ich schlage vor, dass die restlichen Fragen unten gerne noch geklärt werden, weil sonst kriegen wir wenig mit vom eigentlichen Event. Ja, vom eigentlichen, wir haben extra jetzt das Programm umgestrickt. Sagt doch mal Hasenkamp gerade ganz kurz. Sie jetzt eben auch ein bisschen was mitbekommen von den Schülern während der Experimentierphase. Das sollten wir aber nicht überreizen, deshalb gerne runter und restliche Fragen unten dann vielleicht sogar auch in Richtung Schüler, in Richtung von Herrn Adomant, Herrn Wilde, Frau Hasenkamp, die ja auch immer gefragt ist. Ja? Wenn Sie mir folgen?